Das sind Walliser Nachrichten vom ersten Sonntag im Monat April mit folgenden Schlagzeilen. Kein Verletzten am Brand Ziders. Silvan Salzma ist nicht Mr. Schweiz und Start der Makalu-Expedition 2008. Zuerst kommen wir aber zu diesem Thema hier. Am Sonntag haben sich im Gohler Zraro die Ehringer Kühe gemessen. Insgesamt sind rund 190 Tiere in drei verschiedenen Kategorien zu sehen. Bei schönem Wetter am Nachmittag hat der Ringkühekampf im Gohler die Bevölkerung angelockt. Der Anlass ist zugunsten der Sanierung von der Meschlerstrasse organisiert worden. Am Samstagabend ist Ziders im Mehrfamilienhäusern Brand ausgebrochen. Verletzte hat es aber keine gegeben. Vier Personen haben sich an ärztliche Kontrolle im Spital von Ziders unterziehen. Laut der Kantonspolizei hat sich schnell eine Rauchentwicklung ausgebreitet. Dabei ist ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Ein 31-jähriger Walliser ist am Samstag auf der Hauptstrasse schon Eier und Zinal aus einem ungeklärten Grund auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit einem Auto aus Bern kollidiert. Die Insassen vom korrekt entgegenfahrenden Fahrzeug hat die Feuerwehr aus dem Wagen müssen befreien. Alle fünf Verletzten hat man ins Spital geliefert. Der Silvan Salzma hat am Samstag am Abend bei der Mr. Schweiz-Wahlen die Top 4 knapp verpasst. Nach der ersten Runde, wo schon die Hälfte ausgeschieden ist, hat er noch vom Titel können träumen. Zum neuen Mr. Schweiz hat man aber schlussendlich der 24-jährige St. Galler Stefan Weiler gewählt. Die Barunsee-Makalu-Expedition 2008 ist am Sonntag um 10.30 Uhr gestartet. Das Team und der Expeditionsleiter Peter Gschwendner ist bis am 25. Mai unterwegs. Zwischen dem 12. und 20. Tag steht die Besteigung vom Barunsee auf 7168 Meter über Meer auf dem Programm. Mitte Mai soll der Euder Gipfel bezwungen kommen. In verschiedenen Oberwalliser Gemeinden hat man am 2. Sonntag nach Ostern die Erstkommunion gefeiert. So in Brieg, Zleig oder wie hier in Fischb. Die Stimmung hat einzig am Morgen bis schlechtes Wetter getrickt. Beim Auszug aus der Kirche hat sich aber doch noch die Sonne gezeigt. Die Prognosen sind nicht so rosig gewesen, aber schlussendlich haben wir doch einen milden und schönen Sonntag geniessen. Der Blick durch die Wetterkamera von Thermo ins Rhonetal bestätigt es uns. Am Morgen hatten wir doch noch einen Haufen Wolken am Himmel. Der hat es aufgetan. Der Wochenstart ist fast überall sonnig. Nur im Goms gibt es Regentropfen. Da sind die Temperaturen auch unter dem Durchschnitt bei 4 Grad. Im Talgrund messen wir ein Maximum von 12 Grad. In den Tälern gibt es zwischen 4 und 7 Grad. Wie ihr hier auf der 4-Tages-Wetterprognose entnehmen könnt, ist der nächste Tag weiterhin mild bei maximal 11 Grad. Am Donnerstag gibt es sogar noch mal einen Anstieg auf 17 Grad. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal wieder.